Schön, dass du heute dabei bist bei einem ganz wundervollen Interview. Ich habe einen tollen Gast hier. Herzlich willkommen, lieber Faro Martin Ich Bolzel. freue mich, dass ich da bin. Ein ganz wundervoller Hypnotiseur und ich durfte schon mit Faro sprechen und jetzt wird es richtig spannend, weil jetzt darf ich noch viel mehr Fragen stellen, die mich und sicher auch dich interessieren. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein durfte oder darf. Ich finde, du hast ein super tolles, breites Spektrum und mich interessiert, genau genommen wie immer, von den Menschen alles. Ganz besonders interessiert mich Hypnose. Was sind denn die Gründe, dass du dich gerade der Hypnose so lange, über 30 Jahre, gewidmet hast? Ich glaube, wenn man in diesem Bereich Hypnose arbeitet, muss man sich ganz diesem Job auch hingeben. Man muss damit leben. Es gab mal irgendwann einer der ersten Zeitungsberichte, die ich hatte, da stand dann halt eben, ich bin verheiratet mit der Hypnose, die beste Ehefrau meines Lebens. Die mir vor allen Dingen auch keine Widerworte gibt. Ja, weil du sie führst. Genau. Was insgesamt ist für dich der Grund, dass Hypnose funktioniert, ganz allgemein? Na, Hypnose funktioniert ja nicht immer, sondern du musst dich darauf einlassen. Und ich finde, dass es ein Zusammenspiel ist zwischen dem Menschen, der sich hypnotisieren lassen möchte, der sich in diesen Zustand hineinführen lassen möchte, und dem, der versucht, den Menschen hineinzuführen. Und für mich ist eine Hypnose-Sitzung oder eine Hypnose, ja, eine Hypnose-Session für mich immer eine sehr erotische Beziehung, nur dass der Sex fehlt. Und es funktioniert nur dann, wenn beide miteinander harmonieren. Ich weiß, dass du ganz, ganz breite Talente hast. Dennoch gab es ja irgendwann den Grund für dich, dass du sagst, Hypnose ist jetzt das, wo, ich sage es jetzt einfach mal in meiner Welt, mein Herz für schlägt. Was war es denn, dass du gesagt hast, gerade Hypnose? Ich glaube, dass es erstmal diese Faszination war, Menschen dann plötzlich zu führen und Menschen dann vielleicht auch zu bestimmen. Ich habe dann natürlich irgendwann auch mal gemerkt, das ist ja gar nicht so, dass du diese Menschen bestimmen kannst, sondern sie erlauben dir ja, dass du sie führen kannst. Und das fasziniert eigentlich. Und vor allen Dingen, je mehr man sich reinkniet in diese Materie, umso mehr will man sich auch mit dieser gesamten Materie beschäftigen. Und das ist halt eben ein Hauptbestandteil meines Lebens geworden. Das ist halt einfach wirklich der Grund. Und ein anderer Grund war ein ganz normaler menschlicher Grund, weil wenn du auf der einen Seite beruflich keine großen Perspektiven mehr siehst, weil man da beruflich halt eben auch Arbeitsplätze abbaut, in deinem Beruf, wo du vorher gearbeitet hast, da musst du dich nach was Neuem umschauen. Und es geht ja immer eine Tür auf. Und ich hatte eine Veranstaltung zusammen, weil ich in der Band gespielt habe auch. Und da war ein Hypnotiseur. Und dann habe ich, der kam wie ein Friseur und hat sich auch benommen wie ein Friseur. Also der kommt mit einem kleinen Köfferchen, mit einem Mikrofon in der Hand und hat dann Leute verzaubert auf der Bühne. Und dann habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Und ich habe dann mich dann immer mehr mit der Materie beschäftigt, habe mich dann mit ihm angefreundet und so bin ich dann zur Hypnose gekommen. Und das war halt eben so der Anstoß für den neuen Weg, durch die Tür zu gehen, einen neuen Weg zu gehen. Und den Weg der Hypnose. Absolut, ja. Du hast da, finde ich, eine recht hohe Vielseitigkeit. Ich denke, du bist bestimmt einigen Zuschauern aus dem Fernsehen bekannt, sowohl im Bereich Hypnose, den anderen Part, da kommen wir noch zu, als auch, ich weiß, dass du so, wie wir ja heute auch in diesem wundervollen Raum sind, gleich ganz viele interessierte Teilnehmer hast für verschiedene Ja. Spektren des Lebens. Ich bin immer ein Fan davon, nicht so viel über jemanden zu recherchieren, sondern lieber so den Glitzer zwischen uns zu haben und zu gucken, was erzählen wir uns denn. Und es gucken halt ein paar Menschen mit zu. Natürlich. Und eben, dass du dennoch auch Coaching und Einzelsitzungen machst. Ja. Hast du etwas, wo du sagst, da fühlst du dich mehr hingezogen im Bereich Hypnose oder ist es eher dieses alles? Sagen wir mal, wenn man sich's leicht machen möchte, dann macht man eher die Seminare, weil man Kontakt zu mehreren Menschen hat, ne? Und weil dieser Kontakt einfacher aufgebaut werden kann. Wenn man Einzelsitzungen macht, muss man intensiver mit den Menschen arbeiten. Es strengt natürlich mehr an, es zieht mehr Energie. Und es ist natürlich, der einfachere Weg ist natürlich immer ein leichter und einfacher und besser zu gehen. Aber ich mache im Prinzip eigentlich jeden Bereich gerne, weil jeder Bereich eigentlich Neues bringt, immer wieder.
weil du immer wieder neue Menschen triffst? Ich denke, Hypnose ist etwas, so habe es ich auch erlebt, wo die Menschen oft so sagen, Teufelswerk. Mhm. Was ist das? Werde ich da manipuliert? Oder auch sehr gerne gewählt, das funktioniert ja nicht. Oder noch besser, das funktioniert bei mir nicht. Was sind denn da deine Erfahrungen mit den Skeptikern? Na, ich bin froh, wenn es Skeptiker gibt. Mhm. Weil genau die Skeptiker sind genau die, ich nenne sie mal Opfer im unterhaltsamen Sinne, die dann im Prinzip am besten reagieren. Weil jeder, der skeptisch auf die Hypnose reagiert, geht viel anders. Also wenn diese Person skeptisch auf das reagiert, was ich mache, komme ich ja viel leichter an sein Unterbewusstsein, an seine Festplatte. Weil er sich gar nicht auf das konzentriert, was ich ihm da sagen möchte. Weil eigentlich interessiert es ihn nicht, weil er ja vom Glauben her eigentlich so weit ist, dass er sagt, geht ja sowieso nicht. Ne? Also eigentlich sind die mir am liebsten, weil ich mit denen am einfachsten arbeiten kann. Und wenn du in Sitzung oder mit therapeutischem Maß eigentlich an die Sache rangehen musst, dann kriegst du ja immer Menschen, die sich auch kontrollieren. Und die Ergebnisse sehen wollen. Die mit einer Erwartungshaltung in diese Sache reingehen, die natürlich das Ganze auch viel, viel schwieriger macht. Weil der muss dich erstmal rankommen lassen. Dadurch, dass er natürlich auch mit gewissen Zweifeln zu einer Sitzung geht, sind natürlich die Möglichkeiten für mich wesentlich geringer. Also öffne dich, mach dich frei von Zweifeln oder von negativen Gedanken, weil unsere Gedanken blockieren auch unser Leben. Wenn wir wirklich unsere Programme nutzen würden auf unserer kleinen Festplatte, dann würden wir viel einfacher und viel leichter durchs Leben gehen können. Aber das machen die wenigsten. Ich denke, das ist etwas, was man sich fast noch mal, wenn man unser Interview anschaut, noch mal zurückspulen kann und noch mal als Zuschauer anhören. Das war, finde ich, sehr wertvoll. Siehst du einen Unterschied im Bereich Hypnotisieren, ob du jetzt auf der Bühne bist oder ob Menschen bei dir in einem Seminar oder in einer Einzelsitzung sind? Natürlich gibt es einen großen Unterschied zwischen der Schulhypnose, diese verpönte Schulhypnose, die ja eigentlich darauf hinweist, da gibt es etwas, was du selber an dir vollziehen kannst, um etwas in deinem Leben zu verändern. Dafür ist eine Schulhypnose da. Die Schulhypnose ist nicht nur zum Veralbern, sondern auch zum Wecken da. Das macht mir persönlich natürlich wesentlich mehr Spaß, weil es gibt eine Entspannung, es gibt eine Unterhaltung und es gibt immer wieder Situationen, wo du das, glaube ich jetzt selbst nicht. Ne? Und bei einer Therapie oder bei einer Sitzung oder beim Seminar ist es ja etwas, dass du Ziele erreichen möchtest. Und dass du diese Ziele auf dieser Festplatte dieser Menschen so integrieren möchtest, dass sie wirklich ihr Leben dadurch verändern. Und das ist natürlich, ist es schwieriger und auf der anderen Seite ist das ein himmelweiter Unterschied zu dem, was du auf der Bühne wirklich da veranstaltest. Das ist eine, sagen wir mal so, auf der Bühne, das ist Unterhaltung pur, das ist Entertainment und Seminare oder Sitzungen, Sessions, die du machst mit Einzelpersonen oder mit kleinen Gruppen oder größeren Gruppen, das ist Ernsthaftigkeit. Und da musst du in die Tiefe gehen. Und dann, das entzieht Energien auch bei mir, bei einer Show nicht. Okay. Wenn ich jetzt mal kurz zur Show gucke, natürlich bei Show als auch bei Einzelsitzungen, hast du natürlich, weil du einfach ein Profi bist, das sehr lange machst und sehr bekannt bist, viele bekannte, berühmte Menschen auch. Entweder jetzt von denen, was vielleicht auch manchmal vom Zuschauen einfach schöner ist, wenn man sich da andocken kann und sagt, ah ja, den kenne ich auch, als auch insgesamt, gerade bei der Showhypnose, hast du, oder welches Erlebnis hast du, wo du sagst, das war total erkenntnisreich? Also egal, ob jetzt für die Zuschauer, für dich oder auch den Promis, sage ich mal kurz, ich bin so ein Fan von Erkenntnis, um auch zu zeigen, wie wertvoll auch Showhypnose ist. Also jetzt abgesehen von der Showhypnose, weil wenn du mit Promis arbeitest, die setzen sich ja nicht in die Show und machen da halt mit. Klar gab es so den einen oder anderen, wie Schäfer Heinrich, der halt bei Bauer sucht Frau seine erfolgreiche Zeit hatte.
oder die Autohändler, die sich halt eben hypnotisieren lassen, mhm. wo dann aber, ich glaube, der Zuschauer immer darüber nachdenkt, ist das jetzt fake, weil sie sich halt eben etablieren möchten oder weil sie sich halt eben ein ganz klein bisschen auch in den Vordergrund schieben möchten. Da muss man bei Shows immer so ein bisschen aufpassen, obwohl das wirklich alles real ist. Die lassen sich dann da wirklich drauf ein. Mhm. Du hast natürlich Promis auch bei der therapeutischen Hypnose, die dich einfach um Hilfe bitten, weil sie dich kennen und fragen dann, naja, kannst du mir in dem Bereich helfen? Und dann gibt es natürlich so manche Erkenntnisse, wo du dann wirklich sagst, das hättest du von ihm nicht erwartet. Mhm. Ja, also Jürgen Drews zum Beispiel, der für mich ein unglaublich sensibler, feinfühliger Mensch ist, wo viele ihn eigentlich nur als Bett im Kornfeld-Sänger oder König von Mallorca kennen, der eigentlich mal gute Laune versprühen muss und mit 74 Jahren mancher vielleicht sagt, der müsste mal so langsam von der Bühne. Das ist aber auch so ein Teil von ihm. Er muss auf dieser Bühne leben, damit er lebt, damit er sich wohlfühlt. Das ist sein Wohlfühlmoment auf der Bühne. Auf der anderen Seite hat man ihn in der Therapie und dann merkt man plötzlich, er ist ein ganz anderer Mensch als den, den man von der Bühne kennt. Und dann läuft auch mal eine Träne oder dann kommt auch mal ein Wutausbruch in der Hypnose, wo er dir dann hinterher sagt, nach der Sitzung, sprich mich nie wieder darauf an. Völlig egal, was das ist. Oder was mich total fasziniert hat, ist eigentlich ein Berti Wollersheim, der super in der Kritik steht. Bei vielen, vielen Kritikern in den sozialen Medien, wo ich aber persönlich sage, es ist ein total herzlicher, feinfühliger Mensch, völlig egal, was der beruflich früher gemacht hat, der dann eigentlich in der Hypnose plötzlich Tränen vergießt, bitterlich und eigentlich in der Hypnose zugibt, ich habe meiner Mutter nie beweisen können, dass ich wirklich was Positives bin oder dass ich was Positives erreiche. Und der hat mir eigentlich dann in diesem Moment gezeigt, wir leben eigentlich alle, wie wir da sind, irgendwo mit einer Maske. Und wir zeigen uns eigentlich nie dem anderen so, wie wir wirklich sind. Und das können wir wirklich nur erlernen durch Hypnose oder aufzeigen durch Hypnose. Wie kommt denn die Hypnose da hin, dass sie wirklich, ich mag das Wort pur gerne, wir haben uns ja vorhin auch erst über pur unterhalten, wie kommt denn die Hypnose hin, dass man diese Schutzwand, ich nenne es gerne Überlebensstrategie, die so viele Menschen von Kindesbeinen an aufgebaut haben, jetzt nicht gerade durchbricht, sondern so liebevoll umgeht vielleicht? Also du meinst, wie ich das mache? Ja, ich glaube, ein ganz großes Moment ist, dass du mit diesen Menschen, mit denen du arbeitest, klar machst, dass sie vor allen Dingen nicht nur zu mir Vertrauen haben müssen, was ja sowieso schwierig ist, weil abgesehen von den Promis, so, die so ein Pseudo-Vertrauen zu dir haben, weil man sich sowieso von der Bühne kennt oder weil man sich von irgendwelchen Medientreffen kennt, ist es ja so, dass die normalen Menschen können ja nicht 100% das Vertrauen zu dir aufbauen. Aber ich glaube, der wichtigste Moment ist eigentlich, dass man sich darüber im Klaren sein muss, dass man zu sich selbst Vertrauen haben muss. Wie weit lasse ich ihn zu? Wie weit kann ich ihn überhaupt zulassen? Wie weit kann ich ertragen, dass er wirklich auf mich einwirken kann und mir vielleicht Dinge herauslockt oder in mich hineinpflanzt, die ich dann wirklich umsetzen würde? Also ich glaube, das Vertrauen zu sich selber ist größer als jedes andere Vertrauen, das man haben muss. Und ich muss natürlich als Hypnotiseur Vertrauen zu demjenigen haben, dass er mir eigentlich die Möglichkeit wirklich offenbart oder eröffnet, die Hypnose wirklich umzusetzen. Ich bin ein ganz großer Fan von Sprache und ich stelle mir vor, dass hier zwei Künste zusammenkommen, nämlich sowohl die Kunst, ans Unterbewusstsein heranzutreten und dass du gleichzeitig auch die passenden Worte findest. Gibt es da auch von dir und auch für den Zuschauer Tipps, Erkenntnisse, wo du sagst, in der Kommunikation, in der Wortwahl, das ist wichtig, das ist leichter, um ein Gegenüber zu erreichen? Ja, ich bin eigentlich nie so, dass ich so nach Schulbuch gehe. In den Schulbüchern steht immer drin, du musst immer positiv sprechen, weil das Unterbewusstsein versteht negative Worte falsch. Ich sage, das ist völliger Blödsinn, weil das Unterbewusstsein ist ja erstmal dumm. Wir haben ein dummes Unterbewusstsein. Wir haben eine Festplatte, die wir speichern mit Programmen.
Man stelle sich vor, man könnte diese Festplatte austauschen, zum Mediamarkt gehen und sich eine neue Festplatte kaufen und einpflanzen. Mhm. Und auch diese Festplatte wäre dumm. Mhm. Wir müssen sie speichern. Deshalb lernst du laufen, deshalb lernst du sprechen. Und du kannst ruhig Negatives benutzen. Ein Nein heißt immer, mach das nicht. Mhm. Und das Unterbewusstsein nimmt es auch so auf. Das heißt also, auch als Programm kann man ruhig negative Suggestionen nehmen, die sich dann allerdings auch ins Positive wandeln. Mhm. Und bei vielen hörst du halt eben auch immer, nee, du Mama, man muss ja positiv. Und man, nee, also ich habe ganz, ganz viele, also es eröffnen sich ganz viele Möglichkeiten, auch dadurch, dass du eigentlich so mit dem Menschen sprichst, wie dieser Schnabel gewachsen ist. Mhm. Sprich mit ihm normal. Ja. Versuche ihm nicht irgendwelche Glaubenssätze einzuprägen, die er von sich aus gar nicht umsetzen kann, weil er sie gar nicht versteht. Mhm. Sprich mit ihm wie einem normalen Menschen, als wenn du mit ihm bei einer Tasse Kaffee sitzt, nur er hat halt eben die Augen zu und ist verändert in seinem Bewusstseinszustand, weil er aufnahmebereiter ist. Mhm. Und ich glaube, da liegt auch der Erfolg. Und mehr kann ich eigentlich dem Zuschauer auch nicht mitgeben, weil im Grunde genommen bastelt ja jeder selber an seinem Leben. Ja. Ne? Selbst wenn du als Trainer, als Coach oder wie du dich auch immer bezeichnen möchtest oder wie du bezeichnet wirst, dem Menschen gegenüber gibst, im Endeffekt muss er der Gegenüber das annehmen, was du ihm vermitteln möchtest. Und wenn der nicht dazu bereit ist, dann bleibst du als Trainer, als Therapeut, als Coach immer auf der Strecke. Mhm. Du bist immer nur so erfolgreich, wie dein Gegenüber es ist. Und wie glaubhaft du deinem Gegenüber bist. Wie viel nimmt er dir wirklich ab? Mhm. Und das ist das Problem, was eigentlich du als Therapeut immer hast. Also mir sagt man nach, ich wäre ein guter Therapeut. Nein, ich bin kein guter Therapeut. Ich bin nicht anders als jeder andere auch. Mhm. Ich gehe vielleicht nicht den Weg der Schulbuchhypnose oder den Weg der Schulbuchtherapieform. Aber ich habe immer gute Leute mir gegenüber sitzen. Die Leute sind mir wichtig, die Menschen, die mir gegenüber sitzen. Und wenn die gut sind, bin ich gut. Das ist sehr, sehr liebevoll und bescheiden. Nein, es ist so. Es ist so. Weil du hörst eigentlich immer, ja, der ist bekannt, der ist erfolgreich. Und das Schlimmste ist immer, wenn Leute sagen, ich kenne sie. Nein, ich kenne sie nicht. aus dem Fernsehen. Mhm. Nee? Aber dieses Fernsehen ist, das Medium Fernsehen ist toll, weil es ein toller Werbeträger ist, weil es etwas vermittelt. Aber es ist auch eine ganz große Lüge, weil im Endeffekt du mit Menschen einen gewissen Zeitraum arbeitest und wenn das Fernsehen es wiedergibt, sieht es 2 Minuten. Mhm. Nee? Also es ist im Endeffekt verfälscht wiedergegeben. Die Worte, die du verwendest, gehen auch, um's in den Bereich Hypnose fast abschließend zu gehen, auch zu, was du heute wieder tun darfst. Und ich bin mir sicher, dass wieder genau die passenden Menschen zu dir kommen, in den Bereich Abnehmen und Nichtrauchen. Was kannst du zu diesen beiden spannenden Themen sagen und gegebenenfalls auch, was ist der Punkt, dass Hypnose da so wirkungsvoll und heilsam ist? Also es sind grundsätzlich immer Standardthemen. Mhm. Abnehmen, jede zweite Frau möchte abnehmen. Wenn nicht sogar jede Frau. Nein, du ja nicht. aber im Grunde genommen jede, die sich ein bisschen übergewichtig fühlt, möchte abnehmen. Ich habe manchmal wirklich Frauen in diesen Gruppen sitzen. Die sind schon schön. Anders. Ich glaube, dass jeder Mensch schön ist in seiner Form. Und jeder Mensch hat Schönheit, die in sich geborgen ist, in ihm geborgen ist. Manche können es nur nicht zum Strahlen bringen, aber man sieht, dass Schönheit da ist. Ja. Da können sie dick sein, da können sie fett sein und da können sie dünn sein. Das ist vollkommen egal. Da kommt es auf Gesichter an, da kommt es auf Mimiken an, da kommt es auf Wärme an. Und das hat nichts mit der Figur zu tun. Aber es gibt ja diesen Unmut bei vielen. Und dann hast du wirklich dass sie halt eben Kilo zu viel haben oder 2 Kilo zu viel haben. Dann hast du halt eben bei den Seminaren oft Menschen sitzen. Dann stehe ich vor denen und sage, was machst du hier? Mhm. Ja, abnehmen. Ich sage, wo? Ne? An den Ohrläppchen, da ist vielleicht 2 Gramm zu viel. Oder, weil du siehst einfach, da sitzt jemand, der hat eine Konfektionsgröße 38. Aber die Proportionen sind so, dass es überhaupt nicht auffällt.
dass sie vielleicht das eine oder andere Kilo irgendwo zu viel hat oder falsch abgelegt hat. Ne? Sie wirkt so. Warum willst du dich so verändern? Weil wenn du zum Beispiel falsch abnimmst, wirst du auch hässlich. Oder kannst du den Menschen jetzt einfach mal noch neben raus, die zum Beispiel eigentlich gar nicht abnehmen müssten, auch ein bisschen in der Hypnose helfen, dass sie sich selbst wieder lieber haben? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Wenn du etwas in deinem Leben erreichen möchtest, und das hat nichts mit der Hypnose zu tun, verdammt nochmal, du hast, wenn du etwas erreichen willst in deinem Leben, ganz egal, was du tust, stell dich vor den Spiegel und begreif endlich, dass bei dir ganz viel Potenzial ist, was toll ist, was in dir etwas bewirken kann. Und du hast so viel Schönheit, du musst sie nur einfach erkennen. Mhm. Und du musst dich lieben lernen. Und ich glaube, das verlieren viele Menschen, weil sie sich mit sich selber nicht beschäftigen. Du kennst das sicherlich auch, dass viele Menschen immer sagen, ich bin immer für jeden da. Und dann frage ich immer in dieser Sitzung oder in der Session, frage ich dann immer, und, hat dir einer von denen mal geholfen? Es ist schön, wenn man für den anderen da ist, aber man verliert sich immer selbst. Mhm. Oder man möchte sich schützen vor den eigenen Fehlern, die man nicht sehen will oder die man nicht zugeben oder erkennen will. Und es ist wichtig, dass man sich selbst an die erste Stelle seines Lebens setzt. Denn wie will man 100% für andere Menschen da sein, wenn du nicht für dich selbst da bist? Mhm. Und das geht uns einfach verloren in der heutigen Zeit. Ja. Der Respekt und die Achtung vor sich selbst, die verliert man einfach. Mhm. Ja. Und das Abnehmen, wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass derjenige sagt, ich fühle das, oder was natürlich hat beides mit Gesundheit zu tun, ich möchte Rauchen aufhören. Mhm. Wie darf ich mir das vorstellen, gerade wenn du jetzt ein Seminar hältst, wo ich denke, das ist ein wundervoller Einstieg für Menschen, die vielleicht sagen, ich widme mich mal der Hypnose, stelle darüber auch fest, dass es seriös ist und kann danach ja auch immer noch weitermachen. Also was wäre der Anfang für den, der sagt, ich möchte abnehmen und oder Rauchen aufhören? Um zu einem Kurs. Also der Beginn ist natürlich, dass man das will. Mhm. Der erste Schritt ist, den macht man immer selbst. Mhm. Ne? Also, und man darf auf keinen Fall sich vor Augen halten oder sich selber sagen, der wird mir schon helfen. Nein, ich werde ihm nicht helfen. Mhm. Ich werde ihn versuchen zu führen, aber ich kann ihm nicht helfen. Mhm. Helfen muss er sich selbst. Mhm. Und gerade bei den Rauchern ist es ja so, was du oft auch erlebst, du hast dann Menschen in der Sitzung oder in dem Seminar. Und ich frage dann manchmal, warum bist du da, was möchtest du erreichen? Und dann kriegst du dann als Antwort, naja, ich habe das von meiner Frau zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Mhm. Und dann sagst du natürlich ganz klar, denk nochmal genau nach, ob du überhaupt aufhören möchtest. Ne? Ja, muss ich ja wohl. Ne? Ganz freiwillig. Ganz freiwillig. Aber im Endeffekt kannst du da eigentlich schon ganz klar sagen, wenn der jetzt nicht sofort umswitcht, wird er nicht aufhören zu rauchen. Mhm. Weil es ist eine Sucht. Und wenn er die Sucht nicht aufhören möchte, nicht aufgeben möchte, dann wird er immer wieder zur Zigarette zurückgreifen. Das ist einfach so. Und wer einfach begreift, dass es gesundheitlich besser ist, wirklich aufzuhören, weil gerade die Krankheit COPD, die sich in den letzten Jahren ja eigentlich wie so eine Volkskrankheit... Magst du es kurz erklären? Ich weiß es nicht. Achso, COPD ist eine Lungenkrankheit. Früher war alles Lungenkrebs. Okay. Und dann hat irgendein Arzt herausgefunden, da gibt es noch was anderes. Das ist eine Verengung der Lunge. Mhm. Und die Verengung der Lunge geht dann bis so weit, dass das Lungenvolumen bis auf 10%, 3% herabgesenkt wird. Und COPD ist eine Krankheit, die nur durch Rauchen, durch Staub, durch Menschen, die unter Tage arbeiten, also Menschen, die unter Tage arbeiten, sind gefährdet. Entsteht durch Nikotin. Ansonsten kann eigentlich COPD nicht entstehen. Das Schlimme ist, wenn so Nichtraucher draußen stehen in der Gruppe, die Nichtraucher rauchen mit. Mhm. Und die sind gefährdeter als der Raucher. Mhm. Und COPD ist eine todbringende Krankheit, wo es bis heute keine Heilungsmöglichkeiten gibt. Also ich habe selbst jemanden bei mir im Büro gehabt, der Peter Wallis, der bei einem Gespräch mit einem Kunden zusammengesackt ist und keine Luft mehr bekommen hat. Mhm. Und das einfach wirklich aufgezeigt hat, wie gefährlich diese Krankheit ist für einen Raucher. Mhm. Und viele, die in diesen Seminaren sitzen, wissen gar nicht, was sie haben, weil der Arzt sagt, du hast eine chronische Bronchitis. Und chronische Bronchitis, dann sage ich meistens, ich will
es dir nicht unterstellen, aber lass dich doch einfach mal darauf untersuchen. Mhm. Ne? Und also ganz wichtig, dass man dann auch wirklich nicht nur vielleicht mit dem Aspekt, ich komme jetzt zum Abnehmen oder zum Nichtrauchen, sondern man erfährt und lernt einfach noch insgesamt viel mehr, wo man in seinem Leben auch noch hinschauen kann. Und ich denke, vielleicht sogar ist der dritte Aspekt, wenn der Zuhörer, also dein Klient, dein Teilnehmer merkt, wow, was er ja in der eigenen Kraft hat, absolut, dass er dann erkennt, vielleicht mache ich das in anderen Bereichen meines Lebens dann auch noch. Im Grunde genommen sind wir alle, die sich in unserem Bereich bewegen, ob das Hypnose ist, ob das normale Speaker sind, die motivieren wollen, im Grunde genommen sind wir Handwerkzeug. Mhm. Ne? Nutz uns als Handwerkzeug, mhm, und wir helfen dir auf dem Weg. Mhm. Mhm. Ich habe eben gesagt, man hilft nicht, aber man führt zumindest. Ich finde helfen, unterstützen, führen, schöne Synonyme, gleichbedeutende Worte. Okay. Führen, fast schon mein guter Weg zum, dein Lebensweg hat dich geografisch woanders hingeführt. Und nicht mal nur weg von, ach so, Deutschland, okay, sondern ich sag mal, wie es wahrscheinlich nicht alle haben, die, wenn überhaupt, weg von Deutschland gehen, mit der Kamera aufgezeigt, gefilmt. Das war eine TV-Sendung, die ist ganz spannend, die gibt es auch immer noch. Die gibt es immer noch, hat auch wirklich viel, viel Zuspruch in Deutschland, mhm, immer noch. Du meinst die Auswanderer-Serie, ja, die bei Vox läuft, und mhm, das ist halt eben gut bei Deutschland. Gibt es viele skurrile Personen natürlich darin. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Redaktionen auch ganz gerne so fallende Menschen sehen möchten, weil sie dadurch möglicherweise den interessierten Zuschauer dadurch mehr aktivieren können als Menschen, die einen geradlinigen Weg gehen und versuchen halt wirklich ganz entspannt durchs Leben zu gehen und halt diesen Weg halt im Ausland zu bestreiten. Und wann war für dich der Punkt, du gehst von Deutschland weg und lebst im wundervollen spanisch sprechenden Land? Ja, es ist jetzt wieder Gran Canaria. Keine Ahnung, ich bin, also meine Beziehungen, ich bin einmal verheiratet gewesen und habe jetzt eine Lebensabschnittsbeschwerde seit 8 Jahren. Allerdings Lebensabschnittsbeschwerde, nett gemeint. Ich weiß. Die haben beide gesagt, du bist ein vollkommener Spinner, weil ich mir von heute auf morgen irgendwas überlege und ich mach's dann. Also ich bin nicht jemand, der lange überlegt. Ich finde immer, wenn du etwas tust, tust du jetzt sofort. Jetzt. Ne? Mhm. Und selbst wenn man dann halt eben, sagen wir mal, vor der Frage steht, schaffst du das überhaupt? Das wird schon. Weil im Endeffekt öffnet sich immer eine Tür. Und vorher grübeln bringt ja eh nichts. Ne? Nein, du kannst ja nur über die Erfahrung, nein, weil du es dann nicht tust. Mhm. Und ich bin dann 1999, im Mai 1999, nee, gar nicht wahr, stimmt nicht, im Mai 2000 auf den Gedanken gekommen, bin ich zu meiner Frau gegangen, damals war ich noch verheiratet, und habe ich gesagt, weißt du, Sonntag habe ich habe am Samstag meinen letzten Job, und ich weiß auch noch, ich war in Donauwörth. Mhm. Ich habe meinen letzten Job am Samstag, habe ich 2 Wochen frei. Das wäre super, wenn du den Voyager packst, dass wir Sonntagmorgen, wenn ich wiederkomme, eigentlich uns ins Auto setzen können und verschwinden hier. Mhm. Habe ja nicht gesagt, wir ziehen um. Dann hat sie gesagt, ey, Urlaub. Und ich sage, yeah, nee, umziehen. Cool. Alles rein, was in irgendeiner Form halt eben möglich ist, mit einzupacken. So. Mhm. Und wir sind dann halt eben, da hat sie gesagt, du hast so einen Knall. Ich sage, nein, ich habe keinen Knall. Wir geben dieses Haus ab, wir mieten immer nur, ich miete, mhm, immer nur, weil ich finde immer, Eigentum ist immer so verpflichtend, hält fest. Ne? Und so kannst du immer, bist du flexibel. Sehr flexibel. Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind dann 13 Stunden nach Barcelona, wo ich dann wirklich ganz viel ertragen musste, weil sie nur geschimpft hat. Und dann haben wir aber eine tolle Wohnung im 6. Stock am Meer bekommen. Dann hast du dann auf dieser Sonnenterrasse gesessen, die du dann noch trennen konntest, wenn es regnet, dann halt eben mit Glas, richtig toll. Und du konntest im 6. Stock, wo du dann wirklich auf der Sonnenterrasse sitzt, du aufs Meer gucken konntest, mit Glasscheiben dann, wenn es geregnet hat, konntest du alles zuziehen. Schön. Ich habe mich total wohl gefühlt, habe meine Frau sich aber nicht wohl gefühlt. Mhm. Sie ging ja sowieso schon mit einem negativen, ja, Gefühl.
Da kannst du ja nicht das Positive dann erzwingen. Das war ja dann zu wenig Deutsch. Und dann habe ich dann auch über Nacht entschieden, habe dann eine gute Freundin angerufen, die Witwe vom Sänger Ibo, der auf einer österreichischen Autobahn tödlich verunglückt ist vor vielen, vielen Jahren. Und dann habe ich gesagt, pass auf, also ich bin dann immer sehr direkt und habe dann gesagt, pass auf, wenn du nicht möchtest, dass ich irgendwann neben deinem Mann liege, dann müssen wir jetzt ganz schnell ein neues Haus finden. Und dann hat sie innerhalb von 24 Stunden ein Haus gefunden im romantischen, total schönen Valdemossa. Mhm. Auch da sind wir dann umgezogen, ganz schnell über Nacht. Dann haben wir dann noch 5 Monate gelebt. Und dann war ihr das aber zu kalt im Winter. Das sind dann so die unzufriedenen Frauen. Das war noch komplett, aber ohne Fernsehbegleitung. Ohne das Fernsehbegleitung. Ja, ja, und dann ging es nach Mallorca und dann nach Gran Canaria. So, und dann gab es dann irgendwann die Scheidung von meiner Frau auf Gran Canaria, weil sie mir gesagt hat, ich bin dann beim Supertalent angefragt worden für die Hypnose. Und jeder hat ja auch mal Phasen, wo man sich überlegen muss, wo geht der Weg hin. Mhm. Und bei mir gibt es das auch. Ich bin ja kein vollkommener Mensch, sondern ich habe auch immer Momente, wo ich dann überlege, wie weit oder wie geht's weiter. Und es geht immer eine Tür auf. Mhm. Und es kommt ein Anruf vom Supertalent, der Jürgen Volk sagt zu mir, ich möchte dich haben. Da habe ich gesagt, niemals. Was soll ich denn da? Ich bin über 50 und wenn ich jetzt das Supertalent mache, dann kennen mich viele Leute und dann sagen die, der Spinner geht zum Supertalent, der ist doch viel zu lange im Geschäft. Nein, nein, wir machen dir alle Türen auf, mach mal. Mhm. Und dann habe ich mir das aber wirklich ein Jahr überlegt und die Situation war immer so, dass du gut mitschwimmen konntest, aber es war jetzt nicht so, dass du dich ganz entspannt zurücklegen konntest, was du ja eigentlich im Leben möchtest, um selber zur Ruhe zu kommen. Du warst immer wieder in Hektik, weil du immer wieder überlegt hast, wo findest du neue Wege, wo findest du neue Möglichkeiten? Und dann habe ich nach einem Jahr gesagt, ich habe die Schnauze jetzt voll. Genauso denke ich dann auch in dem Moment. Habe den Jürgen Volk angerufen und habe gesagt, Platz frei. Und dann sagt er, ich wusste, dass du kommst. Mhm. Völlig egal, wie lange das dauert. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne. Und dann haben wir Wiesbaden ausgesucht, dann bin ich zum Supertalent gegangen. Und meine damalige Frau hat gesagt, wenn du zum Supertalent gehst, lass mich scheiden. Weil sie genau wusste, in dem Moment, wo das Supertalent funktioniert, dann hat er noch mehr zu tun. Dann ist er eigentlich noch weniger für mich da, für dieses familiäre Umfeld da, weil er einfach wieder in die Reihe kommen muss beruflich. Und das war trotzdem der richtige Weg. Da habe ich gesagt, na ja, wenn man mir so die Pistole auf die Brust setzt. Oder die Türen öffnet. Auf der einen Seite die Türen öffnet, aber wenn du mir die Pistole auf die Brust setzt wenn du mir die Pistole auf die Brust setzt und ohne, dass das böse Worte gegeben hat, aber wenn du mir die Pistole auf die Brust setzt und sagst zu mir A oder B und du bist B, nehme ich A. Ne? Nehme ich natürlich erstmal meinen beruflichen Erfolg, weil ich sehe ganz einfach, dass du nicht hinter dem stehst, was wir eigentlich seit 20 Jahren machen. Ne? Und das war auch ganz gut so. Heute bin ich sehr glücklich, weil ich eine Frau wiedergefunden habe, die ich 30 Jahre nicht gesehen habe zu dem Zeitpunkt. Und heute 8 Jahre mit ihr zusammen bin und wir eigentlich schon am 3. oder 4. Tag uns selber gesagt haben gegenseitig, was haben wir eigentlich verpasst in den 30 Jahren? Wir sind dumme Menschen. Ne? Und dann, wir sind aber auch über eins gekommen, dass es vielleicht auch nicht die Zeit war. Genau. Ne? Und heute sind wir halt zusammen auf Gran Canaria und Michaela ist halt eben jemand, den man begleiten wollte. Aber da sie nur Partner begleiten. Also man muss sozusagen ein Paar sein, dass du bei der. Ja, das sind die. Die nehmen auch Einzelne. Aber okay. Ne, also wenn sie dann so richtige. Ich sag mal, also du siehst meistens immer so Verlierer dann alleine, die dann eigentlich ohne groß nachzudenken irgendwo in so ein Auslandsabenteuer stolpern und die nicht vorher nachgedacht haben, wo man eigentlich traurig wird, wenn man das sieht, weil sie ohne Geld gehen, weil sie ohne Lebensperspektive gehen, weil sie sich nicht überlegen, was mache ich da überhaupt oder was will ich denn da überhaupt? Das Wichtigste ist, glaube ich, wenn man ins Ausland geht und das machen viele falsch, man darf nicht dahin gehen und sagen, die Welt wartet auf dich da. Ja. Niemand wartet auf dich. War dieser, also mich interessiert, wo du insgesamt bei den TV-Sendungen warst und kam dann Vox mit Auswandern auf dich zu, weil du bei DSDS warst? War das ein Einfluss? Ich war überhaupt kein Thema für Vox. Aber dadurch, dass ich gesagt habe, naja, Michaela, keine Ahnung, ob sie das macht, müsst ihr sie selber fragen. Ich werde ihr nicht davon abraten.
weil sie ist im Kosmetikbereich tätig, sie ist mit Uhren tätig. Sie hat eine Uhr entworfen, die ein Axel Schulz auch trägt. Nicht nur aus Werbegründen, sondern weil sie die wirklich geil fand. Und dann habe ich gesagt, für sie ist das eine gute Geschichte. Und dann hat aber die Redaktion gesagt, naja, euch beiden könnten wir uns als Paar vorstellen. Und dann habe ich gedacht, naja, ich habe so viele Fernsehsendungen, und das hat man ja auch selber von sich aus gesagt, aber du bist so viel wirklich in den anderen Sendern unterwegs mit deiner Hypnose. Wir wollen nicht eigentlich ins selbe Horn blasen wie alle anderen. Okay. Und deshalb ist bei Gut bei Deutschland die Hypnose eigentlich nicht so im Vordergrund oder so im Fokus. Das wird mal angeschnitten. Ansonsten steht Michaela im Vordergrund. Und für die anderen Shows, weil du es jetzt angesprochen hast, wo warst du noch? Ich habe ganz, ganz viel gemacht und hoffentlich in Zukunft noch weiter. Weil Fernsehen macht Spaß. Nein, Fernsehen macht Spaß. Fernsehen macht super viel Spaß. Also Frühstücksfernsehen, denen bin ich total dankbar, weil die greifen also von sich aus viele Ideen auf, rufen mich dann an und sagen, können wir das machen, umsetzen? Mhm. Und ich finde das total toll, dass sie auch an mir festhalten, weil es gibt ja auch viele, viele Mitbewerber, die mit Sicherheit auch nicht schlecht sind. Mhm. Ne? Oder bei RTL war ich in vielen Sendungen wie Punkt 12, Explosiv, habe ein eigenes Format gehabt, wie mein verborgener Wunsch. Wow. Wobei ich, ja, die ist nach einer Sendung wieder abgesetzt worden. Das war für eine Sonntag geplante Sendung für 19.05 Uhr und irgendeiner der Entscheider, die, glaube ich, nicht immer gucken, wo ist es wirklich vernünftig platziert, hat das dann die erste Sendung auf den Vatertag gesetzt. Und auf dem Vatertag guckt kein Mensch Fernsehen. Also hast du eine Quote gehabt, die unterirdisch war. Beim Supertalent hatte ich die höchste Quote, die jemals ein Supertalent haben konnte, mit 11,6 Millionen. Cool. Und ich hatte mit Mein verborgener Wunsch die schlechteste Quote, die jemals erzielt wurde bei einem eigenen Format bei RTL. Also ich habe beides kennengelernt. Und fühle mich trotzdem wohl. Und ich hoffe, dass es da gerade bei den Sendern wirklich weitergeht. Also Fernsehgarten war dabei, Brisant von der ARD, Hallo Deutschland. Selbst bei Phoenix bin ich gelaufen. Also, und ich denke, dass dadurch ja auch wie bei der Show viele Menschen an das Thema Hypnose rankommen. Dich absolut wahrnehmen, das ist wichtig. Und dann Vertrauen fassen, sowohl, dass diese Hypnose wirklich auch was Gutes sein kann, weil es jemand professionell und gut führt. Also denke ich, ist das total klasse, dass du in diesen Sendungen bist. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man den Menschen einfach vermittelt, da gibt es etwas, was du für dich selber tun kannst. Und dann gibt es Menschen, die du nutzen kannst, die dich versuchen zu führen. Es wird halt eben, weil es immer noch ein Stiefkind ist, Hypnose ist immer noch nicht wirklich so ausgeprägt bekannt, obwohl du immer mehr und mehr Mitbewerber auf dem Markt siehst, aber die machen irgendwelche Lehrgänge, ohne das Können in den Schatten zu stellen. Aber du kannst nicht von Menschen verlangen, die mal gerade eben einen Lehrgang hinter sich haben, dass sie wie ein Profi auftreten, sondern die müssen sich auch was ranwagen und die werden sich auch erst in den nächsten Jahren entwickeln. Aber du merkst, dass dieser Markt so interessant ist, dass immer, immer mehr und mehr an Coaches nachrücken. Nur, ich glaube, dass viele Coaches, die da sind, nicht das Charisma entwickeln können und deshalb auch wieder ganz schnell verschwinden, ohne dass das negativ klingen soll. Ich würde nie über jemanden sagen, du, der hat nichts, der kommt nicht rüber, weil ich den Menschen nicht kenne. Nur ich merke ganz einfach, dass viele auch wieder aufhören in diesem Job, weil sie sich nicht einfach durchsetzen können. Da gehört viel Energie zu. Und dazu ist das Medium Fernsehen toll, dass das Medium Fernsehen dich eigentlich trägt zu dem Menschen, der eigentlich erfahren soll, da gibt es mehr. Gerade weil du diesen, ich finde es, darf ich es Job nennen, diesen wundervollen Job so lange und ich sage einfach so toll machst. Was ist denn abschließend für gerade den Zuschauer noch ein Impuls, etwas, was du auf den Weg geben kannst, wo du vielleicht sagst, das erlebe ich immer wieder, dass es die Menschen fragen oder es liegt dir am Herzen. Was sozusagen sind deine abschließenden Worte? Nein, ich finde es ganz wichtig, dass jeder, der sich für eine Hypnose entscheidet, sich darüber bewusst ist, was er wirklich in seinem Leben verändern möchte und sich auch bewusst darüber ist, dass er viel verändern kann und dass Hypnose kein Wundermittel ist. Mhm.
aber ein wunderbares Hilfsmittel. Also das Wort Wunder ist wieder dabei. Mhm. Wunder entstehen immer in dir selber, aber Hypnose ist ein wunderbares Hilfsmittel, was du nutzen kannst, um dich wirklich in die Spur zu bringen. Und wenn du es machst, dann mach es mit vollem Herzen. Geh also mit vollem Herzen zu einer Hypnosetherapie und glaub nicht an eine hundertprozentige Veränderung beim ersten Mal, sondern glaub daran, dass du auf Dauer dein Leben stabilisierst, über einen längeren Zeitraum, also nicht von jetzt auf gleich, denn das, was du dir an Fehlern angeeignet hast, hast du auch sehr lange dafür gebraucht. Ja. Lieber danke. Fargo, ich danke dir. Es war schön, dass du mich und uns so tief und eng mitgenommen hast und in dein Herz hast schauen lassen. Vielen, vielen Dank. Super gerne.